Baldur's Gate 3 ist ein wirklich fantastisches Spiel, aber gerade am Anfang kann das manchmal auch ein bisschen überwältigend sein, vor allem für Rollenspiel-Neulinge. In diesem Video möchte ich euch deswegen einige Tipps und Tricks nennen, um einen wirklich perfekten Start in Baldur's Gate 3 hinzulegen. Das ist aktuell natürlich für PlayStation 5 Spieler interessant, gilt aber zu 90 oder 95% genauso für PC-Spieler. Machen wir den Start mit dem Larian-Netzwerk. PC-Spieler sind hier eigentlich schon automatisch verbunden oder haben einen Account angelegt. Für PS5-Spieler empfehle ich, den Account außerhalb der PlayStation und des Spiels anzulegen. Geht einfach mit dem PC oder mit einem Mobilgerät auf larian.com Account und legt euch dort einen neuen Account an. Wenn ihr schon einen habt oder euren PlayStation-Account mit dem Larian-Account verbinden wollt, geht auf larian.com/account/connected und verbindet das da. Dann könnt ihr euch Goodies runterladen und könnt auch die Cross-Save-Möglichkeit nutzen und Spielstände zwischen dem PC und der PlayStation hin und her schieben. Dann starten wir mal ein neues Spiel und gucken, was da so auf uns wartet. Als erstes kann man sich einen Schwierigkeitsgrad auswählen und dazu gibt es nicht allzu viel zu sagen. Hier hat man mehr HP, die Gegner sind leichter zu besiegen, die Zauber sind stärker, hier sind die Gegner intelligenter, sie haben auch mehr Lebenspunkte und verwenden mehr Items. Und das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Ganz wichtig ist zu wissen, dass das nicht eine endgültige Entscheidung ist. Man kann im Spiel jederzeit auch zwischen diesen Schwierigkeitsgraden wechseln. Wenn man das dann startet, gibt es erstmal das Intro. Das überspringen wir an der Stelle. Das schafft ihr dann auch alleine. Dafür braucht ihr mich nicht. Aber dann gibt es die Charaktererstellung. Und da gibt es schon eine wichtige Sache. Übrigens, hier steht mal Tutorials zurücksetzen. Auf der PlayStation 5 gibt es aktuell noch den Bug, dass die Tutorials manchmal nicht angezeigt werden. Dann solltet ihr probieren, einfach mal neu zu starten, das Spiel an der Stelle. Oder im Optionsmenü kann man auch noch mal Tutorials zurücksetzen. Das hilft oft. Allgemein gibt es noch ein paar Bugs auf der PlayStation 5. Ich habe dazu extra ein Video gemacht, das werde ich hier nicht nochmal besprechen, weil wahrscheinlich wird das auch bald rausgepatcht. Wenn ihr davon betroffen seid, besonders wichtig ist der Audio-Bug und der HDR-Bug. Dass das Spiel, dass die Grafik zu dunkel ist, guckt in mein eigenes Video dazu. Die andere Entscheidung, die man am Anfang hier treffen muss, ist erstmal eigener und Herkunft. Und was heißt das denn? Also, Herkunft erkläre ich mal zuerst. Man kann hier zwischen mehreren vorgefertigten Charakteren wählen. Diese Charaktere haben eine eigene Hintergrundgeschichte, haben jetzt schon eine Klasse vorausgewählt. Und das kann ein ganz guter Start sein, wenn ihr jetzt noch nicht so sicher seid, was will ich überhaupt spielen. Es hat allerdings auch den Nachteil, dass diese ganzen Herkunftscharaktere hier mit den Namen Astarion, Laesel, Gel, Schattenherz, Ul, Kardach, dass die auch als NPCs im Spiel vorkommen. Und wenn man den jetzt selber als Charakter auswählt, kann man den nicht mehr im Spiel treffen, weil natürlich dann entfernt wird, damit er nicht doppelt vorkommt. Ich würde tatsächlich empfehlen, als eigener Charakter zu starten. Aber das ist durchaus auch eine gute Option. Man kann sich das auch durchlesen. Man kann auch sich so eine Einführung dazu anzeigen lassen zu jedem Charakter, wo er kurz was erzählt. Das zeige ich nochmal eben den Anfang. Well met, stranger. You find yourself in the presence of the my virtue. Thanks. Now I'm merely a hum. Ja. Also erzählt er einen so ein bisschen die Vorgeschichte, dann kann man sich schauen, interessiert das einen. Kann man durchaus auch machen, ist nicht schlecht. Was Besonderes gibt es hier noch bei Herkunft. Es gibt also 6 Stück, die benannt sind und dann gibt es dieses dunkle Verlangen. Das ist eine sehr interessante Geschichte, eine wirklich coole Wahl. Was passiert denn da? Man baut sich selber einen Charakter, der hat jetzt keine feste Hintergrundgeschichte wie diese hier, sondern man überlegt sich ein bisschen selber. Aber es gibt dieses Charaktermerkmal, dass der Held ein dunkles Verlangen hat. Das äußert sich so, dass man in bestimmten Situationen im Spiel das Verlangen hat, etwas besonders Brutales oder Böses zu machen. Und meistens kann man dann je nach seinen Charakterwerten dagegen ankämpfen, das überwinden. Manchmal kann man nicht dagegen ankämpfen, manchmal wird man auch gezwungen, etwas Schlimmes und Brutales zu machen. Und man kann jetzt rollenspielmäßig und auch von der Story her entscheiden, wie gehe ich damit um? Bin ich ein Charakter, der da verzweifelt gegen ankämpft, gegen dieses dunkle Verlangen, das ihn belastet, der dann davon geschockt ist, was er manchmal praktisch in so einer Art Rausch oder im Affekt macht? Oder ist es ein Charakter, ein böser Charakter, der das voll bejaht, der das irgendwie am Anfang da ein bisschen skeptisch ist, aber dann total cool findet, dass er diese Amokläufe macht? Das bleibt völlig euch überlassen. Das Wichtige ist aber, dass es eben zusätzlich zum normalen Spielfortgang und zu normalen euren Entscheidungen diese Abweichung gibt, auf die ihr ein bisschen Einfluss habt, manchmal mehr, manchmal weniger und manchmal auch gar nicht.
das kann man auch direkt am Anfang spielen, das ist sehr cool. Allerdings müsst ihr euch bewusst sein, dass das manchmal schon ziemlich brutal und übel sein kann und manchmal eben auch eure Entscheidungen überschreibt. Wenn euch das ein bisschen komisch vorkommt, diese Sache, und ihr denkt, uff, das klingt fies, macht das eher nicht, dann interessiert, ist das vielleicht eher für einen zweiten Durchgang geeignet oder einen dritten Durchgang. Wo man jetzt schon auch gleich am Anfang sagen sollte, Baldur's Gate 3 kann man wirklich locker zweimal, dreimal, viermal durchspielen, weil es sehr unterschiedlich ist zum Teil, was passiert, ohne dass man da ja, das Gefühl hat, man spielt einfach das gleiche Spiel nochmal. So, man kann zusätzlich auch noch einen eigenen Charakter bauen, dann macht man komplett einen eigenen Charakter, das Volk, die Klasse, der Hintergrund, die Stats und. Das ist also dann nochmal der. Und darauf gehe ich jetzt nochmal ein bisschen mehr ein, weil das natürlich die komplexere Sache ist. Erstmal kann man hier meistens zwischen männlich und weiblich wählen und dann auch ein bisschen kräftiger oder ein bisschen schlanker. Das sind die Sachen. Man kann auch komplett einen Charakter zufällig erstellen lassen. Und dann gibt es oben die verschiedenen Sachen. Also, man sieht hier, es gibt diese ganzen Völker. Und ich habe ein Video gemacht, falls ihr euch das anschauen wollt, wo ich nochmal ein bisschen auf die Lore eingehe und auch auf die Stärken der einzelnen Völker. Prinzipiell kann man sagen, dass in Baldur's Gate 3 alle Klassen und alle Völker und alle Kombinationen gut spielbar sind. Macht euch da nicht zu sehr einen Kopf. Wenn ihr natürlich das, wie gesagt, optimieren wollt, habe ich da wirklich tiefgehende Videos zu gemacht. Da schaut dann gerne mal rein, die habe ich dann verlinkt. So, ansonsten, was ihr machen könnt, ihr könnt hier unten dann immer die Besonderheiten dieser Völker anschauen. Und ja, das ist so das Wichtigste, wo ihr dann mal reinschaut. Aber alles ist möglich. Was noch ganz interessant zu wissen ist, was ein bisschen besonders ist in dem Spiel, ist, dass das Volk eben nicht nur euer Aussehen bestimmt und bestimmte Gameplay-Sachen, die man hier sieht, sondern dass das Spiel auch durchaus darauf reagiert, was für ein Volk ihr gewählt habt. Zum Beispiel gelten die Drow, das kann man hier auch ein bisschen in dem Beschreibungstext lesen, gelten die als böse, ja, zumindest eine Unterart davon. Und das Spiel reagiert auch darauf. Ja. Wenn ich als Drow rumlaufe, sind die Leute sehr skeptisch, sind vorsichtig, haben Angst, lassen sich leichter einschüchtern, alles solche Sachen. Wenn ich dagegen zum Beispiel, ja, als hier, gibt dann andere Sachen, ja, wenn ich dann als Tiefling spiele, das sind welche, die werden oft mit den Höllen verbunden, ja, sieht man schon direkt am Bild, die haben Hörner, die haben rote Haut und dann reagieren die Leute da eher vielleicht nicht ängstlich, sondern ablehnend, ja, weil die da Sorgen haben und Vorurteile. Und so gibt es einige dieser Sachen, die dann auch aus Rollenspiel-Sicht und aus Story-Sicht sehr interessant sind. Zu vielen Völkern gibt es dann noch Unterarten, ja, dass ich dann halt noch wählen kann. Wenn ich jetzt noch hier einen Elf habe, ist das ein Hochelf, ein Waldelf. Das hat auf die Story dann nicht so viel Einfluss. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel bei der Drow gibt es sozusagen die bösen Drow und die guten Drow. Also das spielt dann schon noch manchmal eine Rolle. Aber meistens ist das eher eine Gameplay-Geschichte, diese Unterarten. Dann gibt es die Klassen. So, die kann man hier auch mal durchschalten. Da wird oben dann auch immer mal kurz erklärt. Also ich kann auch mal, ich habe jetzt gerade den PS5-Controller dran. Auf dem PC sieht das halt ein bisschen anders aus. Die Auswahl ist natürlich trotzdem die gleiche. Auf dem PC ist es ein bisschen übersichtlicher, weil man halt da schneller wechseln kann. Auf dem Controller ist das alles ein bisschen größer, weil man auf dem Fernseher auch meistens weiter weg sitzt. Dann, ja, je nachdem, welche Variante ihr gerade spielt, sieht das ein bisschen anders aus. Die Funktionen sind aber die gleiche. Also man sieht dann hier bei den Klassen immer erstmal unten, was haben die für besondere Fertigkeiten. Auch dazu, das ist viel zu detailliert, um jetzt in diesem Video behandelt zu werden. Ich habe ein extra Video über die Zauber, über die Aktionen, über die Klassenmerkmale. Schaut da auch ganz gern mal rein. Und auch später noch zu den Stats. Da erkläre ich aber gleich auch was. Ich erkläre mal die Grundlagen hier. Also ihr könnt eine Klasse auswählen und auch da geht ein bisschen danach, was sich für euch gut anfühlt. Das ist im Spiel ganz allgemein ein Tipp. Ihr solltet oft danach gehen, was fühlt sich von der Geschichte gut an, was fühlt sich intuitiv und vom Bauchgefühl einfach richtig an und macht das. Das Spiel gibt euch sehr viel Freiheiten und ihr könnt euch kaum in eine Ecke spielen. Und man kann solche Sachen auch, und das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, wie die Klasse später auch noch wieder ändern. Man kann die Skillpunkte neu verteilen, man kann die Klasse neu verteilen und auch neue Fähigkeit und Zauber auswählen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier sozusagen gefühlt einen Fehler macht und seid später nicht mehr zufrieden damit, dann könnt ihr das auch ändern. So, wir haben jetzt hier eben auch noch gar nicht unser Aussehen bestimmt. Das kann man übrigens hier machen, das Aussehen bearbeiten. Das geht aktuell noch nicht, dass man das im Spiel nachträglich noch verändert, aber das soll auch kommen. Also das ist auch mal ganz relativ interessant, dass man das Aussehen hier im Spiel
direkt zum Start bearbeiten kann, aber es wird eine Funktion kommen, dass man das nachträglich auch nochmal anpassen kann. Wenn ihr jetzt nochmal mehr wissen wollt zu den Klassen auch da ein bisschen mehr der Lore-Hintergrund oder auch die Gameplay, wirklich die tiefgehenden Einzelheiten, dann habe ich auch nochmal hier Videos gemacht. Alle Videos findet ihr verlinkt als Anmerkung im Video, aber auch eben zusätzlich als Videobeschreibung, als Link da, dann guckt da rein. Nach der Klasse könnt ihr dann euren Background wählen, eure Hintergrundgeschichte sozusagen. Und das ist natürlich einmal einfach allgemein aus Rollenspielsicht interessant. Ihr bekommt auch zusätzliche Fertigkeiten noch, über die wir gleich nochmal kurz sprechen. Aber auch direkt im Spiel hat das Auswirkungen, denn ihr könnt ja die ganze Zeit in Baldur's Gate 3 Entscheidungen treffen. Und wenn ihr Entscheidungen trefft, die zu eurem Hintergrund passen, ja, wenn ich Unterhaltungskünstler bin, wenn ich dann irgendwie Leute mit meiner Musik erfreue, wenn ich hier ein Krimineller bin, eher wenn ich mal eine hinterhältige Tat mache, vielleicht jemanden vergifte als Entscheidung oder ausraube, ja, und so weiter. Als Weiser, wenn ich mein Wissen erweitere, dann bekomme ich im Spiel sogenannte Inspirationspunkte. Und das sind so ein bisschen wie Joker im Spiel, die ich dann einsetzen kann, wenn mal was schiefgelaufen ist, um Sachen nochmal zu meinen Gunsten zu drehen. Das ist ziemlich praktisch. Damit kommen wir dann zu den Attributen hier. Und das ist ein bisschen der komplexeste Teil. Deswegen habe ich da nochmal auch wieder ein ausführliches Video gemacht, wo wirklich die ganzen Attribute im Detail erklärt werden, wo auch die Fertigkeiten erklärt werden. Hier nochmal ganz kurz die Übersicht. Jede Charakterklasse und hier, ne, abhängig, was ihr da gewählt habt, hat ein Primärattribut, was am allerwichtigsten für ihn ist. Da ist es oft sinnvoll, auf den höchsten Wert zu gehen. Man kann hier noch Boni zuweisen. Das heißt, hier wäre es ganz gut, auf meistens plus 1 zu gehen. Die Sache ist die, hier will man normalerweise gerade Werte erreichen. Ja, die ungeraden Werte bringen keine großen Boni, das heißt, hier will man 16 haben. Meistens ist eben das Attribut, das Primärattribut ganz gut. Konstitution ist meistens ein Wert, den man auch ungefähr auf die 14 oder 16 bringen sollte. Dann hat man meistens noch ein sekundäres Attribut, was ganz wichtig ist. Also neben dem Primärattribut eins, was irgendwie noch zum Charakter passt. Hier steht auch mal ein bisschen erklärt, was das macht. Und dann hängt auch ein bisschen davon ab, welche Zauber man hat. Und dann kann man das sekundäre Attribut ungefähr auch auf diesen Wert bringen. Also so eine typische Verteilung sieht ungefähr so aus, dass man 16 auf dem Primärattribut hat. Ich würde auch 16 auf Konstitution packen. Und dann sucht man sich ein Sekundärattribut aus und bringt das auf 14 meistens. Und dann kann man noch zwei andere Attribute auf 10 bringen. Und ein Attribut bleibt auf 8. Das ist so eine typische Verteilung, die man machen sollte. Man kann sich auch was vorschlagen lassen. Und das ist oft nicht verkehrt, dass ihr damit startet, mit dem Vorschlagen, empfohlenes Nutzen. Das würde ich meistens nur dahingehend anpassen, dass ich keine ungeraden Werte hier habe. Weil da hat man nicht viel von. Dass ich halt zum Beispiel deswegen hier was auf 10 packen würde und was er auf 13 gepackt hat, dann auf 14. Wie gesagt, warum das jetzt manchmal auch mehr springt, die Attributspunkte, warum jetzt manchmal zwei verbraucht werden, was die im Detail machen, wie die interagieren, warum es manchmal doch sinnvoll ist, hier auf 17 zu gehen zum Beispiel, all solche Sachen gibt es in dem detaillierten Video. Fertigkeiten, hier sieht man dann nochmal eine ganze Übersicht von verschiedenen Sachen. Immer wenn ich im Spiel eine Aktion mache, die was besonders erfordert, wird die mit einer dieser Fertigkeiten in Verbindung gebracht. Ja? Manchmal will ich Leute überzeugen, manchmal einschüchtern, manchmal möchte ich mit Tieren umgehen, mich mit Religion auskennen oder mit Geschichte. Ich muss eine Akrobatik, Leistung vollbringen oder eine Fingerfertigkeit oder heimlich sein, wenn ich schleiche und jemanden beklaue. So, all diese Sachen werden im Spiel abgefragt. Das kann man sich meistens ganz gut herleiten. Wenn man hier da mal rüber geht, sieht man auch ein bisschen, was da die verschiedenen Werte sind. Jetzt mal ein bisschen blöd, dass das Ganze zurücksetzt, wenn ich immer was mit Maus oder auch mit Gamepad zeigen möchte. Aber hier werden auch immer so ein bisschen Erklärungen dazu gegeben, die euch dann helfen können, das nochmal einzuordnen. Auch hier müsst ihr nicht alles im Detail wissen, wenn ihr das wollt, guckt eben in mein Video. Aber es ist ein guter Tipp. Man hat außerdem schon immer Boni. Das sieht man hier, ja. Manche sind schon auf plus 2, manche auf minus 1. Das hängt ein bisschen von eurer Klasse, von eurem Hintergrund, ja, eurem Volk oder vor allem euren Stats ab. Das heißt, das entscheidet das prinzipiell. Dann könnt ihr noch zweimal Expertise zuweisen. Ihr seht immer diese Zahl, plus 7, plus 5. Das heißt, ihr seid jetzt einfach besser. Mehr müsst ihr jetzt gar nicht so wissen. Man muss jetzt nicht genau die Zahl im Detail verstehen. Aber je höher die Zahl, desto höher ist die Erfolgschance in dieser Fertigkeit, die man da macht.
So, das sind erstmal die wichtigsten Sachen an der Stelle. Dann können wir fortfahren. Dann kann man sich einen Namen überlegen, ja, den man hier beliebig auswählen kann, der dann schön passt, und dann fortfahren. Und dann kommt noch eine zweite Sache. Und da fragt man sich vielleicht ein bisschen, was das bedeutet. Ohne zu spoilern, das ist eine Figur, die einem später begegnet im Spiel. Und die kann man hier ein bisschen selber gestalten. Es kann aus rollenspieltechnischer Sicht interessant sein, die so ein bisschen so gestalten, dass man sie sympathisch oder attraktiv findet. Das ist auch so ein bisschen so gedacht. Das ist ein Wächter, vermutlich jemand, ja, der so ein bisschen auf einen aufpasst. Oder auch nicht. Wie gesagt, das will ich nicht spoilern, aber den kann man sich hier eben auch zusammenbauen. Das hat aber jetzt, diese Entscheidungen sind wirklich nur kosmetisch, ja, was euch gefällt an der Stelle. Das hat keinen Einfluss drauf, auf die Geschichte, ob das nun ein Gnom oder ein Zwerg ist. Und dann können wir weiterziehen. So, das Intro habe ich an der Stelle erstmal übersprungen. Wir starten dann jetzt hier ins Spiel und starten eben auf diesen Nautiloiden. Schauen uns das hier mal an, die Sequenz. Ja, so. Idealerweise wird euch das Tutorial angezeigt. Wenn nicht, muss ich ganz gucken, könnt ihr hier nochmal schauen bei Optionen. Das müsste dann, schauen wir mal, wo das ist. Ist das bei Interface? Ach nein, es ist hier bei Gameplay-Einstellungen, bei Spieldetails. Könnt ihr das Tutorial zurücksetzen. Das kann ganz hilfreich sein. Und, ups, nicht die ganzen... Ich wollte das Tutorial zurücksetzen, genau. So, und das kann hilfreich sein, um diesen Bug zu umgehen oder einfach nochmal, wenn ihr schon mal ein Spiel gestartet habt, alles nochmal sehen wollt, dann könnt ihr da reinschauen. Auch sehr praktisch hier oben bei Controller, wenn ihr mit Controller spielt, könnt ihr euch hier mal die ganzen Tastenbelegungen anzeigen lassen. Mit Maus und Tastatur ist das oben natürlich die Tastatureinstellung und die Tastenbelegung, und da vor allem auf der Tastatur mit Maus und Keyboard könnt ihr die Tasten auch neu zuweisen. Aber das ist mal ganz hilfreich hier für den Start. So. Dann sieht man das hier. Man kann halt mit den ganzen Objekten interagieren. Das ist jetzt alles, was ich nicht unbedingt erklären möchte. Das ist halt einfach normale Spielmechanik. Ich möchte ein bisschen erklären, was in Baldur's Gate 3 wichtig ist und die Besonderheiten. Zum Beispiel können wir hier mal sowas machen. Wir interagieren jetzt hier mal mit diesem Ding. So. Und dann kann man immer mehrere Sachen machen. So, man kann hier sieht man dann, normale Option ist einfach sowas, ans Becken greifen. Ne? Das ist eine Aktion, die kann man einfach machen oder weggehen. Das geht eigentlich auch immer. Manchmal haben halt bestimmte Auswahlmöglichkeiten sowas in eckigen Klammern davor. Das bedeutet, dass das eine spezifische Situation ist. Manchmal hängt die von meiner Klasse ab, manchmal hängt die von meinem Volk ab oder die hängt von meinen Fertigkeiten ab. Hier hängt das von meinen Nachforschungen Fertigkeiten ab. Das heißt, je besser ich in Nachforschung bin, desto mehr kann ich mit dieser Option machen. Manchmal steht auch einschüchtern oder überzeugen. Und dann muss ich immer wissen, okay, mein Charakter ist eben gut in Nachforschen, ist gut in Religion, ist gut in Überzeugen. Und dann wähle ich idealerweise eine Option aus, in der ich halt die größte Erfolgschance habe. Hier habe ich jetzt nicht mehrere. Manchmal hat man wirklich dann 6, 7 Auswahlmöglichkeiten. Jetzt nehmen wir mal nachforschen und gucken, was da ist. Man kann unten übrigens auch immer sich den Dialog nochmal angucken. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man was verpasst hat. Man kann mit dem rechten Stick auch mal Tooltips nochmal ein- und ausmachen. Und hier sieht man auch links zum Beispiel, nachforschen hängt von Intelligenz ab. Wir machen das mal. Dann passiert das Würfeln. Das ist eine ganz zentrale Sache. Das Ganze in Baldur's Gate 3 basiert ja auf D&D und das funktioniert mit Würfeln. Aber ganz grob, man muss das nicht im Detail verstehen, geht es darum um Wahrscheinlichkeiten. Man muss es gar nicht überbewerten, muss es nicht irgendwie komisch sein, warum würfelt ihr denn? Sondern es geht immer darum, wenn ich etwas mache im Spiel, habe ich eine Chance, das zu schaffen, wie ja sonst auch. Ja? Wenn ich versuche, mit einem Ball einen Gegenstand zu treffen, der 5 Meter entfernt ist, habe ich eine Chance, den zu treffen. Und je geschickter ich bin oder je besser meine Augen sind, desto höher ist die Chance. Und vielleicht ist meine Chance 70% oder 50% oder 30%. Und das wird im Spiel mit Würfeln gemacht. So, jetzt kann ich halt hier würfeln. Und oben sieht man einen Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad heißt, welche Zahl muss ich denn erreichen, in diesem Fall 10, um jetzt mit Nachforschen Erfolg zu haben. Und prinzipiell hängt das eben von dem Grundwert ab, 13. Und manchmal werden dann noch Sachen dazu addiert oder abgezogen, abhängig von meiner aktuellen Situation, abhängig von meinen Werten und von meinen Fertigkeiten. Und auch von Buffs und Debuffs. Jetzt kann ich mich eine 13 gewürfelt. Das heißt, ich habe hier mit Nachforschen einen Erfolg gehabt. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Und dann habe ich praktisch durch mein aufmerksames
beobachten, herausgefunden, dass das sehr fragil ist. Und wenn ich jetzt daran fassen würde, zum Beispiel, würde das wahrscheinlich auseinanderbrechen. Das sieht jetzt nicht so gut aus, weil ich direkt davor stehe und das irgendwie so eine Säuresuppe ist. Oder so sieht es zumindest aus. Deswegen kann ich jetzt entscheiden, solche nicht ans Becken zu greifen und einfach wegzugehen. Weil das vielleicht nicht die beste Entscheidung ist. Ja, hätte ich mit Nachforschen keinen Erfolg gehabt, hätte mir das Spiel das nicht gesagt. Hätte ich mir gesagt, so, weiß nicht, sieht irgendwie ganz normal aus. Und dann greife ich vielleicht an das Becken und dann gibt es halt einen negativen Effekt. Und da möchte ich mal ganz kurz was sagen zu den Entscheidungen und auch diesen Würfelergebnissen in Baldur's Gate 3. Man macht halt bei vielen Aktionen, sei es im Kampf oder wie man es gerade hier gesehen hat, hat man eben Möglichkeiten, etwas zu tun, jemanden zu überzeugen, etwas nachzuforschen, die Gedanken zu lesen und. Oder im Kampf eben einen Feuerball auf jemanden zu casten, ich treffe ihn, mit dem Schwert auszuholen. Gibt es viele Sachen. Und die Sachen können gelingen oder eben auch nicht. Und das ist aber eine ganz entscheidende Sache in Baldur's Gate 3, dass es eben darum geht, dass ja, die Geschichte sich verzweigt. Und ihr müsst euch wirklich, mein großer Tipp ist, ihr müsst das nicht machen. Wenn ihr jetzt drauf steht, ihr wollt irgendwie eine ganz bestimmte Sache erreichen, meinetwegen, dann speichert und ladet neu und optimiert das die ganze Zeit. Das ist auch völlig okay, wenn ihr das so spielen wollt. Aber mein wirklich, wirklich der große Tipp, den ich euch ans Herz legen möchte, ist, spielt das Spiel, versucht die Entscheidung so zu treffen, wie sie euch richtig vorkommen, wie sie, macht zum Beispiel nicht, dass ihr dann, wenn ihr an eine NPC kommt, an eine Entscheidung, an eine Quest, dass ihr anfangt immer zu googeln und auf YouTube zu suchen, was ist die beste Entscheidung? Kann ich diesem NPC vertrauen? Wie löse ich diese Quest? Das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, nicht eben, dass man sozusagen eine Quest schaffen kann oder nicht. Und wenn man sie schafft, kriegt man das Schwert. Und wenn nicht, hat man versagt. Und dann ist das ein schlechter Ausgang. Sondern das Spiel ist darauf ausgelegt, dass eure Entscheidungen wirklich Auswirkungen haben. Positive und negative. Aber auch jetzt nicht nur positiv und negativ, sondern auch einfach mal andere Entscheidungen. Und die Geschichte entwickelt sich wirklich sehr interessant dahingehend, dass eure Entscheidungen da Gewicht haben. Und dass ihr später dann wirklich nachvollziehen könnt, okay, ich habe diesem NPC vertraut. Ich habe mich mit dem zusammengeschlossen und den anderen Schmied da hinten unterstützt. Und deswegen ist jetzt das und das passiert. Und dadurch spielt ihr nicht einfach eine Geschichte nach, die die Entwickler für euch vorbereitet haben und die vielleicht andere auf YouTube euch gesagt haben, das ist der beste Weg, sondern ihr spielt eure eigene Geschichte. Und dann macht das wirklich so viel mehr Spaß und ist euer Charakter, wächst euch so ans Herz und eure Begleiter später und sind euch so viel wichtiger. Und ihr habt wirklich am Ende das Gefühl gehabt, ich habe meine eigene Geschichte erlebt. Ich habe meine eigene Entscheidung getroffen. Das, was Gutes passiert ist, habe ich selber geschafft, selber erreicht und selber entschieden. Und die Sachen, die ich bereut habe, oh Mann, das tut mir wirklich leid und das geht mir ans Herz. Aber auch eben, weil ich das selber entschieden habe und nicht, weil ein Entwickler vorher gesagt hat, hier stirbt dieser Charakter. Natürlich gibt es diese Sachen auch. Es ist nicht komplett eine Weltsimulation. Aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und das solltet ihr wirklich in Anspruch nehmen. So. Also das ist mein ganz, ganz großer Rat an der Stelle, wie ihr das umsetzen solltet. So. Das werdet ihr jetzt noch sehen. Ich werde jetzt hier nicht alle Gameplay und Möglichkeiten, Sachen. Ihr könntet hier schon eine Menge erkunden an der Stelle. Schauen wir uns noch mal hier. Also jetzt noch hier oben, wenn man hier mit dem Aufzug hochfährt, gibt es gleich noch was. Da könnt ihr gleich auch nochmal Entscheidungen treffen, Dialoge führen. Aber das schafft ihr dann auch alleine mit diesen Tipps, die ich euch bisher gegeben habe. Eine Sache will ich jetzt hier nochmal zeigen. So, habe ich ein bisschen übersprungen. Aber man hat hier den ersten Begleiter getroffen, die Laisel. Die haben wir auch schon kurz gesehen. So, ich überspringe das mal kurz. Also man kann Leute treffen, eben die Laisel hat man schon als Ursprung gesehen. Das ist einer dieser besonderen Charaktere, von denen es einige gibt. Davon gibt es halt 6, die wirklich ganz ausgearbeitet sind. Aber es gibt sehr viel mehr Charaktere, die auch noch sich eurer Party anschließen können oder die allgemein für eure Story und für die Geschichte wichtig sind. Man kann hier immer, wie gesagt, nochmal den Dialogverlauf anschauen, wenn das wichtig ist. Und dann kann man hier mit den Leuten sprechen. Und auch hier ist es so, nicht wie in manchen Adventures oder Rollenspielen, dass dann einfach dann eine Reihe nach alle Optionen durchgeht und alles ausdiskutiert. Hier solltet ihr ein bisschen schauen, was würde ich gerade in der Situation sagen wollen? Wie möchte ich mit dieser Person interagieren? Weil das Gespräch entwickelt sich dann und dann endet das auch mal, ohne dass ich alles gesagt habe, wenn es halt sich dann in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. So, sie möchte, dass wir jetzt hier
diese Imps angreifen. So, ganz grob gesagt, ganz wichtig ist halt natürlich, Baldur's Gate 3 ist ein rundenbasiertes Spiel. Und auch dazu habe ich dann nochmal wirklich ausführliche Videos gemacht. Wie funktioniert das? Was muss man da alles beachten? Wichtig ist oben nur, dass man die Reihenfolge hat. Und unten, das sieht man jetzt einmal hier, wie es auf der PlayStation aussieht. Ich kann euch aber zeigen, wie es auf dem PC aussieht. Das Wichtige ist einfach nur, man hat eine bestimmte Bewegungsreichweite. Man hat Aktionen und Bonusaktionen. Das sind die zwei Sachen, die man wirklich verstehen sollte. Eine Aktion ist das Normale. Fast alle Sachen, die man im Spiel und im Kampf macht, brauchen eine Aktion. Und dann gibt es Bonusaktionen für kleinere Sachen nebenbei, die man zusätzlich machen kann. Davon hat man normalerweise jeweils eine im Zug, eine Aktion, eine Bonusaktion. Und mit Blau werden noch zusätzlich Zauber markiert. Und dann hier mit diesem blauen Balken sieht man immer, wie weit ich mich bewegen kann. Ich habe eine bestimmte Bewegungsreichweite pro Zug. Und wenn ich das alles hinter mich gebracht habe, mich bewegt habe, die Aktion benutzt, dann kann ich den Zug beenden. Aber jetzt wirklich den Kampf hier im Detail zu erklären, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Dafür guckt euch ein extra Video an oder eben die Tutorials im Spiel. Wir machen den Beispielkampf eben einmal ganz schnell. Solche hier kann ich einfach normalerweise angreifen. Unten blinkt dann solche jetzt in der PS5-Sicht wieder auf, was benutzt wird. Eben eine Aktion. Ich kann jetzt einfach dahin gehen und den hauen. Und dann hat es ihn auch gleich erledigt. Und man sieht auch immer am Roten, wie weit kann ich überhaupt noch gehen. Dann gehe ich doch mal so weit es geht hier rüber. Und dann ist das vorbei. Und dann kann ich meinen Zug beenden. Und dann ist der nächste Charakter dran. In diesem Fall die Lyselle. Gehen wir mal hier hin. Hauen den. Und kann noch so weit wie möglich rübergehen. Nicht genügend Bewegungsreichweite. Und dann beende ich meinen Zug. Dann sind die Gegner dran. Ganz grob vielleicht noch der Tipp. So allgemein. Ein paar Mechaniken, eben die nicht im Detail sind, aber allgemein ganz hilfreich. Versucht, die Umgebung mitzunutzen. Es gibt solche Sachen wie explosive Sachen. Es gibt manchmal sowas wie Wasser auf dem Boden oder Eisflächen. Alles sowas spielt tatsächlich eine Rolle und das könnt ihr dann auch meistens recht logisch verwenden. Ganz wichtig sind auch solche Sachen wie Abgründe hier. Man sieht das. Die sind nicht nur optisch da. Man kann jetzt die gerade nicht, weil die ein bisschen fliegen, aber man kann andere oft einfach in den Abgrund schmeißen. Das hängt oft von der Stärke ab. Und auch eure Widerstand, also auch euch kann das passieren. Wenn ihr zum Beispiel am Ende eines Kampfes hier an der Ecke steht, kann es euch passieren, dass ein Gegner rüberkommt und euch einfach da reinschmeißt. Also versucht auch ein bisschen immer logisch zu denken. Fast manchmal nicht nur wie so ein Spiel, sondern was ist, wäre in echt an der Situation logisch. Und versucht das zu vermeiden. Und versucht das auch umgekehrt mit den Gegnern zu machen. Wie gesagt, Gegner mal gerne in Abgründe schmeißen. Das ist ein beliebter Trick. Auch andere Sachen sind dann natürlich irgendwie ganz sinnvoll. Wenn ihr gerade gegen jemanden kämpft und ihr seht, das ist ein Magier, der große Feuerbälle schmeißt. Oder ihr steht neben einem explosiven Fass. Stellt euch hier am Ende der Runde nicht alle auf einen Haufen. Das lädt die Gegner gerade dazu ein, euch alle dazu verhauen. Und das ist dann nicht so schön. Jetzt habe ich gerade den Zug beendet. Das wollte ich an der Stelle gar nicht. Jetzt machen wir nochmal rückgängig hier. Kann man das zeigen. Na, man kann hier immer das dann nochmal entscheiden, was man gerade gemacht hat. Man kann hier zwischen den Charakteren rumschalten, sich den Zug dann doch nicht beenden, wenn man hier oben nochmal endet. So. Man hat noch viel mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, die will ich jetzt nicht alle unbedingt erklären. Ein Tipp übrigens noch ganz gut. Doch Springen ist nochmal eine Sache, die wirklich hilfreich ist, weil das oft eure Bewegungsreichweite erhöht. Das kann man auf dem Gamepad mit dem D-Pad nach oben auswählen. Ja, dann kann ich hier hinspringen. Und dann komme ich hier vielleicht so fast an den Gegner ran. Und kann ihn nochmal hauen, was ich ohne Springen nicht geschafft hätte. Und sobald alle Gegner tot sind, ist dann der Rundenmodus vorbei. Und dann kann man weiterspielen. Ganz allgemein nochmal, man sieht unten rechts Aktionen. Wie gesagt, wenn ihr unsicher seid, guckt immer nochmal gerade am Anfang nochmal, guckt nochmal hier auf die Controller-Übersicht oder eben in die Tastaturbelegung. Und eine wichtige Sache sind eben die Aktionen. Wir haben ein paar vorausgewählt gehabt, als wir eben den Kampf hatten. Aber man hat hier diese Kreismenüs, die wirklich ganz praktisch sind. Damit kann man dann hier mit R1 und L1 durchschalten. Und da gibt es auch jeweils nochmal einen Tooltip. Was macht das genau? Ja, braucht das eine Aktion? Braucht das eine Bonusaktion? Das ist in Kämpfe und Zaubersprüche unterteilt. Das ist in Bewegungen und zusätzliche Aktionen in der Welt unterteilt. Oder auch solche Sachen wie Items. Auf dem PC sieht es natürlich so aus. Das sieht einfach ein bisschen anders aus. Man hat hier diese Leisten.
man kann das mit der Maus steuern. Das Wichtige ist auch, dass man aber trotzdem mit Mouseover hier diese Tooltips anzeigen kann. Auf dem PC kann man nochmal mit, wenn man T drückt, nochmal den Tooltip so festfrieren und dann kann man sich nochmal einzelne Sachen besonders von dem Tooltip angucken, was sehr hilfreich sein kann, wenn man solche nicht weiß, was heißt denn aus dem Gleichgewicht. Ja? Was ist eine Bonusaktion? Was ist ein Angriffswurf? Also da hat man nochmal einige Möglichkeiten, sich das wirklich im Detail detaillierter anzeigen zu lassen. Sollte man auch wirklich nutzen, gerade am Anfang. Auf der PS5 gibt es das ähnlich. Wenn ich jetzt einen Spell nochmal genauer anschauen möchte und das reicht hier nicht aus, kann ich hier nochmal R3 anklicken und dann sieht man wirklich sehr detaillierte Sachen. Ja? Was heißt Nahkampf? Was ist ein Angriffswurf? Was ist eine Aktion? Und auch da kann ich ja nochmal dann auf Angriffswurf gehen. Wie wird der Angriffswurf berechnet? Was ist eine Rüstungsklasse? Diese Sachen kann man auch alle auf der Konsole sehen. Und das ist am Anfang wirklich wichtig, dass ich mal verstehe, was macht ein Angriff genau? Ja, ein Feuerpfeil. Auch da nochmal. Was macht ein Feuerpfeil genau? Okay, ich sehe die Reichweite. Ich sehe das Zauberattribut. Es braucht Intelligenz. Es braucht eine Aktion. Das ist ein Angriffswurf. Was heißt denn nochmal Angriffswurf? Ah, guck, das hier oben ist der Angriffswurf. Was ist eine Rüstungsklasse? Was ist die Regel bei erhöhter Position? Was ist ein Nachteil? Auch wenn das Tutorial bei euch nicht gut funktioniert, könnt ihr hier immer noch mal reinschauen und wirklich sich alles im Detail erklären lassen. Das ist am Anfang sehr, sehr hilfreich. Auch sehr nützlich ist zusätzlich, entweder wenn man das im Tutorial vergessen hat, das wurde vorhin angezeigt, oder wie gerade hier, bei mir wird es gar nicht angezeigt, auf der PS5 gibt es auch den Bug, dass eben das Tutorial nicht angezeigt wird manchmal, dann könnt ihr hier nochmal, indem ihr auf der Tastatur, auf dem Gamepad Select gedrückt haltet, kommt ihr hier in dieses Menü und da habt ihr Quests, Inspiration, Dialoge, da könnt ihr eure eigenen Quests erstmal überschauen. Inspiration, das habe ich vorhin schon mal erklärt, wenn ihr etwas macht, was eurem Hintergrund entspricht, kriegt ihr Inspirationspunkte, was wie so ein kleiner Joker ist. Ihr könnt Dialoge nochmal nachlesen. Alle Dialoge, die stattgefunden haben, wenn ihr es vergessen habt, ist nicht manchmal ganz praktisch, habt nicht aufgepasst, ja, jemand hat angerufen oder ihr wollt einfach nochmal wirklich nachlesen, einen Hinweis, weil es gibt auch in Dialogen gute Hinweise, könnt ihr hier nochmal reinschauen. Auch seht ihr hier nochmal übrigens, was hier passiert ist, wenn ihr Fertigkeitswürfe gemacht habt. Und wichtig hier nochmal, das wollte ich zeigen, man kann sich Tutorials nochmal einblenden lassen. Ja, da sieht man nochmal, wenn man was vergessen hat, wie ging nochmal Springen, ja, wie geht die Kamerasteuerung nochmal, wie ist die grundlegende Bewegung. Und auf dem PC ist das ganz ähnlich. Ihr könnt euch, wenn ihr das hier anzeigen lasst, gibt es halt verschiedene Sachen. Ich muss mal kurz gucken, was die richtige Tastatur dafür ist. P ist der Standard-Key dafür, da kann man sich die Karte anzeigen lassen, die Quest, Inspiration, Dialoge und eben auch die Tastatur- und Keyboard-Tutorials. Die sind übrigens alle angepasst. Und ihr könnt auch mitten im Spiel zwischen Tastatur, Maus und Keyboard wechseln, jederzeit. Das ist sehr schön. Ändert sich ein bisschen das Interface und die Steuerung. Und auch das Tutorial wird jeweils angepasst, auch nachträglich. Das ist sehr, sehr praktisch. So. Ups, da ist jemand gefangen. Da können wir auch gleich noch ein paar gute Sachen erklären. Auch hier gibt es wieder ein paar interessante Entscheidungen. Ja. Man kann ja auch oft hier etwas machen. Solche etwas ist je nach einem Mechanismus suchen. Wenn das so kursiv geschrieben ist, macht man vielleicht eine Aktion, weil dann entscheidet man was. Und ja, aber zu den Entscheidungen habe ich ja eben schon was gesagt. Wir können das mal kurz machen, weil ich daran gleich noch was erklären möchte. So, ich sehe mich. Jetzt sagen wir zu ihr, ich sehe mich um. Es muss eine Möglichkeit geben, das Ding zu öffnen. Also das Kursive ist eine Aktion, das normal geschriebene ist halt eine Dialogoption. Ganz wichtig an der Stelle, falls ihr euch gewundert habt, das Spiel ist nur auf Englisch vertont. Die Texte gibt es auf Deutsch, auf Englisch, was auch immer ihr möchtet. Aber die Sprache, die Dialoge leider nur auf Englisch. Also sucht da nicht irgendwie unnötig danach. So, jetzt soll ich hier was machen. Hat sie eben gesagt, ich soll mal die Konsole anschauen. Da kann ich jetzt hier wieder mit Kursiv sehe ich, dass ich hier irgendwas suchen kann, solche nach einem Schalter suchen. Okay, da ist irgendwie ein leerer Sockel. Das überspringe ich gleich mal. Ich will jetzt hier mal dieses Item suchen und dann euch daran was erklären. So, ich habe das Item mal geholt. Das soll ja keine Komplettlösung sein. Ich will euch ein bisschen die Grundlagen an die Hand geben für Baldur's Gate 3. So, jetzt habe ich hier eine mystische Rune und kann die Rune jetzt hier einsetzen. Und dann wird was Interessantes passieren, was ihr einmal verstehen solltet.
Hier habe ich wieder solche mit Arcana Kunde, kann ich halt versuchen, diese Konsole genauer betrachten. Ja, das kann mir vielleicht helfen. Habe ich schon erklärt, wie das funktioniert, das lassen wir jetzt mal. Ich lege mal die Hand auf die Konsole. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. So, und das ist eine Spielmechanik, die will ich euch dann insgesamt ja nicht spoilern, aber ganz kurz erklären, damit ihr zumindest wisst, worum es hier geht. Wir haben ja im Intro gesehen, dass wir diese Larve im Kopf haben, die wir da reinbekommen haben. Und das ist ja unser grundsätzliches Problem, dass wir das im Kopf haben und auch loswerden möchten, aber dass die uns irgendwie auch beeinflusst. Und das ist eine grundlegende Spielmechanik im Spiel. Das sieht man immer, Elefide in diesen eckigen Klammern und Weisheit. Diese Entscheidung hängt jetzt an zwei Sachen. Ja, manchmal kann eine Entscheidung auch an zwei Faktoren hängen. Und Elefide sind diese Gedankenschinne, das ist ein anderer Name dafür, das sind diese Tentakelviecher aus dem Intro, die man hier schon gesehen hat. Und die Larve gehört halt eben auch zu denen. Und ich kann jetzt im Spiel grundsätzlich die Entscheidung treffen, möchte ich diese Larve im Kopf, die mich irgendwie ein bisschen beeinflusst, aber die mir auch bestimmte Kräfte gibt. Und je mehr ich die nutze, desto mehr wachsen diese Kräfte auch an. Möchte ich diese Kräfte nutzen? Das ist eine Gameplay-Entscheidung. Einfach fühlt ihr euch damit wohl? Findet ihr das interessant? Oder findet ihr das furchtbar und wollt damit gar nichts zu tun haben? Und man bekommt eben auch im Spielverlauf weitere Kräfte. Das ist jetzt nicht immer, wenn ich jetzt einmal verwende, in diesem Beispiel kann ich das mal machen und gucken, wie das aussieht. Zum Beispiel ist es so, dass mir die einfach viele Entscheidungen und viele Ereignisse wesentlich leichter macht. Schwierigkeitsgrad 2 steht da. Ein normaler Schwierigkeitsgrad ist 10. Wenn etwas schwierig ist, ist das vielleicht mal Schwierigkeitsgrad 14 oder 16 oder 18. Und Schwierigkeitsgrad 2 kann man im Prinzip so gut wie nicht verfehlen. Das ist fast unmöglich. Man sieht hier auch unten zum ersten Mal diesen Bonus. Man hat gesehen, die Entscheidung, die ich eben getroffen habe, hängt von meiner Elefidenkraft ab, eben von meiner Larve im Kopf und von der Weisheit. Das heißt, wenn ich Weisheit Boni habe, weil ich da einen hohen Wert drin habe, bekomme ich in diesem Fall plus 2. Das heißt, ich müsste im Prinzip nur eine 0 würfeln, dann wird plus 2 addiert. Ich habe gesamt 2 und wenn ich den Schwierigkeitsgrad erreiche oder überbiete, schaffe ich das. Also ich kann diese Sache gar nicht verfehlen an der Stelle, weil ich schon plus 2 habe. Selbst wenn ich eine 0 oder eine 1, eine 0 kann man eh nicht würfeln, selbst wenn ich eine 1 würfel, habe ich ja als Ergebnis 3. Wir können uns das mal anschauen. Ich würfel eine 2, krieg plus 2, das Ergebnis ist 4 und 4 ist gleich oder höher als der Schwierigkeitsgrad und deswegen ist das ein Erfolg. You feel the biomechanical brain of the console process your command. A shiver runs across your mind. So, ich kann mal ein bisschen was Sachen überspringen. Jetzt kann man einen Dialog haben, jetzt hier was passiert, kann ich mit ihr reden. Man sieht auch immer, wie dann das Tagebuch aktualisiert wird. Das hat hier eben erklärt. Dann kann man da reinschauen. Und dann werden dann nochmal Sachen gezeigt, ne? Die dann eventuell wichtig sind. Ups, das wollte ich jetzt gerade nicht. Abschließend wollte ich noch sagen, dass das jetzt keine binäre Entscheidung ist, dass wenn ich jetzt einmal sozusagen, einmal mich mit der Elfidenkraft eingelassen habe oder die benutzt habe, dass dann das für immer für den Rest des Spiels entschieden ist, sondern je mehr ich die nutze, desto mehr entwickelt sich eine Richtung und je weniger, desto eben nicht. Das solltet ihr einfach dann mal schauen, was euch da am meisten zusagt. Jetzt kann ich euch nochmal zeigen, wie das funktioniert. Wie kann ich mich jetzt die Shadowheart, die Schattennetz, kann ich in meine Party aufnehmen. Das Gespräch überspringen wir jetzt mal ein bisschen. So, wenn ich die Leute in meine Party aufgenommen habe, dann erscheinen sie da auf der linken Seite. Ich kann eine Partygröße von maximal 4 Leuten haben, aber ich kann, wenn ich neue Gefährten treffe, die immer in mein Camp schicken. Also ihr müsst euch nie Sorgen machen, wenn ihr jemanden trefft, dass der dann irgendwie zurückgelassen wird. Ihr habt ein Camp später, wo die Leute immer mit dabei sind. Zu dem Camp sage ich dann auch gleich noch was. So, man sieht das hier. Da kann ich dann auch nochmal die Leute selber steuern. Ich steuere immer meine Hauptfigur und die anderen kommen mit. Und im Kampf muss ich die auch steuern. Aber ich spiele das mal so, dass ich schon meinen Helden als Hauptcharakter nehme, bei den Entscheidungen, bei den Kämpfen. Und die anderen sind halt mit dabei. So spiele ich das halt für mich. Aber wie ihr das genau macht, ihr könnt dann auch meinetwegen, ja, ihr könntet theoretisch auch dann die ganze Zeit einen von den Begleitern steuern, wenn ihr da mehr Lust drauf habt. So, an der Stelle kommen wir jetzt mal zu dem ersten großen Kampf. Da kann ich euch gleich noch ein paar Sachen sagen. Wie gesagt, gerade am Anfang ist das Spiel nicht so einfach. Und man muss sich ein bisschen reindenken,
Man braucht so ein bisschen Zeit für die Lernkurve. Aber das ist nicht so schlimm. Und deswegen mein Tipp gerade am Anfang, wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu schwierig, ihr habt echt zu viel Probleme mit den Kämpfen, stellt den Schwierigkeitsgrad um. Ihr könnt das während des Spiels jederzeit machen. Ja, hier Schwierigkeit. Könnt ihr jederzeit wieder hochstellen. Und gerade am Anfang, stellt ihn ruhig eine Stufe niedriger, wenn ihr euch unwohl fühlt damit. Und lernt dann Schritt für Schritt. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, okay, ich habe das Kampfsystem gut verstanden, sei es einfach durch die Tutorials im Game oder durch meine Videos zum Beispiel, dann könnt ihr den Schwierigkeitsgrad immer noch wieder hochstellen. Es hat keine Auswirkungen sonst irgendwie auf das Spiel, irgendwelche Entscheidungen oder so. Es gibt eine kleine Sache, aber die an der Stelle jetzt nicht so relevant ist. So, ich mache mal den Kampf und zeige euch dann gleich noch was Besonderes. So, der Gedankenschinder sagt uns eigentlich an der Stelle, dass wir möglichst schnell hier hinten hingehen sollen, diese Konsole aktivieren, er kümmert sich um den. Aber das ist immer so einer der wenigen Tipps, die ich konkret fürs Spiel gebe. Das ist ganz cool, man kann sich am Anfang in diesen Kampf einmischen und dann kann man diesen Teufel hier besiegen. Und der droppt nämlich ein richtig cooles Schwert, das Schwert, was er da in der Hand hat. Und deswegen lohnt sich das durchaus, am Anfang sich dann in den Kampf einzumischen. Ein bisschen leichten Schwierigkeitsgrad an, einfach im Tutorial, um das mal Sachen schneller zu zeigen. Es dauert sonst ein bisschen länger. Eine Sache ist übrigens auch ganz wichtig, die sollte man schon noch einmal verstehen. Ist jetzt hier gerade nicht aktiv. So, aber was oft passieren kann, muss ich gleich gucken, warum das jetzt gerade nicht macht. Eigentlich sollte das auch jetzt aktiv sein. Dass die Leute einen Gelegenheitsangriff haben. Vielleicht ist es auf leichten Schwierigkeitsgrad nicht. Eine Sache, die auf nur achten, und das sage ich euch jetzt. Wenn ich direkt neben einem Gegner stehe, im Nahkampfangriffsreichweite, und dann von ihm weggehe, haben sie sehr oft die Möglichkeit, einen Gelegenheitsangriff zu machen. Das ist dann so ein roter Pfeil, man sieht das hier, der geht dann von ihm auf mich, wenn ich jetzt hier weggehen würde, und dann haut er mich in den Rücken. Das ist sehr unangenehm, da sollte man wirklich darauf achten, dass das nicht so häufig passiert. Das heißt, mit Leuten, die Fernkämpfer sind und Zauberer, eh nicht versuchen, in den Nahkampf zu gehen. Und wenn man einmal da steht, irgendwelche Aktionen benutzen, dass man nicht diesen Gelegenheitsangriff auslöst. Weil das ist immer noch mal ein freier Angriff für die Gegner. Und das will man nicht, wenn es sich vermeiden lässt. So, man sieht hier solche, manchmal hat man hier für bestimmte Aktionen eine bestimmte Anzahl von Zügen. Und dann wird das hier angezeigt, zum Beispiel, wir sollen jetzt in 12 Zügen, müssen wir an diese Konsole kommen. Das schaffen wir aber locker, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad hier. Ich mache jetzt auch gerade nichts Spannendes, sondern ich hau den nur ein bisschen kaputt. Er kann jetzt hier öfter mal ausweichen, weil er ja, doch relativ mächtig ist. Ne? Und auch jetzt nur die ganz normalen Angriffe nutzen. Man kann auch bestimmte Fähigkeiten nutzen, eben um mehr Schaden zu machen. Oder um höhere Chance haben zu treffen. Er trifft uns ganz gut, wie man sieht. Ja, Wiener war schon auch, das passt schon. Er kann sich an der Stelle auch immer seine Zauber noch auswählen oder bestimmte Fertigkeiten, die manchmal eine Bonusaktion eben statt einer normalen Aktion benötigen. Dann sieht man auch immer, der ist zum Beispiel jetzt hier benommen. Das kann auch mal ganz gut sein, das können wir noch mal zeigen. Man kann mit einem Rechtsklick, kann man Gegner auch immer untersuchen. Das ist sehr hilfreich, weil man dann sieht, was für Resistenzen sie haben. Es gibt verschiedene Schadensarten. Physisch gibt es Hieb, Stich und Wucht. Das sind halt einfach verschiedene Waffen, die auch sehr nachvollziehbar sind. Ne? Wenn man zuhaut, Sachen Waffen, die zustechen, ein Dolch zum Beispiel oder ein Pfeil. Und Wucht ist sowas wie eine Keule. Und dann gibt es natürlich verschiedene Elemente. Und dann kann man Resistenzen haben. Resistenzen heißt übrigens, dass sie nur den halben Schaden bekommen. Es gibt noch was, wo sie komplett immun sind. Man sieht auch noch hier, was sie noch für Merkmale haben. Man kann hier auch mal schauen. Es gibt bestimmte andere Sachen. Volk zum Beispiel. Weil bestimmte Zauber wirken dann nur auf Dämonen oder nur auf Monster. Also da ist es auch durchaus mal interessant, diese Sachen sich genauer anzuschauen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal gerade mit dem Gamepad das mache, ja, so, darauf gehe, dann kann ich mit dem Kontextmenü mit Viereck ihn auch untersuchen. Das ist dann auf dem Gamepad genau das Gleiche. Und da kann ich dann nochmal mit R3 die Tooltips an- und ausmachen, ja, und mir nochmal genau anschauen, auch wieder, ja, was sind Trefferpunkte, was ist eine Rüstungsklasse, was ist sein Volk, was sind die verschiedenen Attribute nochmal, was sind die wichtigen Merkmale, was bedeuten die Resistenzen. Also im Zweifelsfall, es gibt wirklich gute Tooltips, Informationen im Spiel. Manchmal muss man die ein bisschen suchen. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal zeigen, was die Möglichkeiten sind. Aber nutzt das
um das Spiel zu verstehen. Oder macht es auch ein bisschen auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad und spielt euch erstmal rein. Ich finde diese Kombination ganz interessant, wirklich, dass man gerade dem ein bisschen aus dem Weg gehen soll, am Anfang sich so komplett zu überladen, wenn man eben sich mit D&D und rundenbasierten Spielen und Rollenspielen im Allgemeinen noch nicht so gut auskennt, spielt erstmal rein. Das wirklich Entscheidende und das Tolle an Baldur's Gate 3 ist die Story und die Entscheidung und das Erlebnis. Und wenn ihr das Gefühl habt, euch steht die Spielmechanik ein bisschen im Weg, dann nehmt die am Anfang, geht der aus dem Weg, diesem Problem. Macht den Schwierigkeitsgrad runter. Macht erstmal die einfachen Sachen. Und dann werdet ihr automatisch im Spielverlauf die Sachen kennenlernen. Und wenn euch dann irgendwann, wenn ihr einfach zufrieden seid, ist es eh okay. Wenn ihr irgendwann dieses Gefühl habt, okay, ich würde jetzt wirklich gerne wissen, ich möchte gerne diese Mechanik verstehen, ich möchte ein bisschen mehr Herausforderung, könnt ihr das alles dann nach und nach zuschalten. Lieber einfach so anfangen und das langsam steigern, als sich am Anfang komplett überladen und sich das Spiel damit kaputt machen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp an der Stelle. So, jetzt können wir den erstmal hier, ich kann jetzt mit ihm nichts mehr machen, ich bin jetzt hier fertig mit ihr. So, dann beenden wir mal den Zug und hauen den jetzt hier mal, dass er endlich mal hinüber ist. Der haut ganz schön rein. Der hat hier die Lesel mit einem Schlag fast halb umgebracht. Der hat den Gedanken schon umgebracht. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt, ich muss hier tatsächlich mal vielleicht ein bisschen was Besseres machen. Das ist ja ein bisschen übel. Dass der uns hier so reingebuttert hat. So, jetzt kann ich natürlich ein bisschen gucken. Okay, ich habe hier nur halbe Lebenspunkte. Dann ist doch hier sowas eine gute Zeit, mal vielleicht einen Heiltrank zu nehmen. Ein Heiltrank sieht man hier, kostet eine Bonusaktion. Das heißt, ich kann immer noch meinen normalen Angriff machen, der eine Aktion kostet. Das heißt, wir nehmen mal den Heiltrank. Das klingt doch mal ganz gut. Dann werde ich geheilt. Sehr gut. Man sieht oben auch ja die Lebenspunkte ein bisschen, ne, in dem oberen Bereich jetzt. Das ist mit so einem roten. Mit so einem roten Overlay angezeigt, wenn man da stark verletzt ist. Hier kann ich jetzt nochmal verschiedene Sachen auswählen, wenn ich noch was anders machen möchte. Ich möchte ihn zum Beispiel zerfleischen, nicht normalen Angriff machen. Könnte ich, wie gesagt, nochmal anzeigen lassen, was das genau im Detail bedeutet. Ja, nicht vergessen. So, aber jetzt hauen wir ihn hier. Zerfleischen möchte ich machen. Okay, haben wir ihn getroffen. Sehr schön. Und das gleiche könnte ich jetzt hier machen. Ich habe auch eine Standardaktion halt, ne? Wenn ich mit X mache, habe ich immer irgendeine Standardaktion. Aber ansonsten wähle ich vielleicht auch mal was aus, was besser ist. Ja, zum Beispiel vielleicht einen hinterhältigen Angriff als Schurke. Zack. Ja, vielleicht das funktioniert. Man sieht übrigens auch, welche Aktionen immer verfügbar sind, weil sie noch farblich hervorgehoben sind. Wenn ich meine Aktion schon verbraucht habe, kann ich diese Sachen halt nicht mehr machen. Ja, und dann sieht man automatisch, dann kann ich die auch nicht mehr auswählen, dann sind die ausgegraut. Ganz hilfreich. So, ich kann auch mal hier was anderes probieren mit einer Bonusaktion. Dass der idealerweise nicht so viel machen kann. Jetzt schon wieder ordentlich draufgehauen. Ja, mit der Shadowheart möchte ich jetzt mal nicht normale Angriffe machen. Man sieht auch mal, wie hoch die Chance ist, dass man trifft übrigens. Sei es mit einem Angriff oder mit einem Zauber. Solche hier sehe ich, meine Chance zu treffen ist nur 40%. Warum? Er hat eine hohe Verteidigung. Unten sehe ich übrigens auch, wie viel Schaden ich jetzt mache mit dem Haupthandangriff. 2 bis 7. Also es gibt eine Menge Informationen im Spiel immer, die man da noch erkennen kann. So. Aber deswegen, weil das 40% ist, probiere ich vielleicht lieber mal was anderes. Ich denke mal, ich könnte hier die Person bezaubern. Weiß ich mir auch, was ist das denn genau? Ich könnte mich verkleiden, das nun gerade so sinnvoll ist. Aber ich möchte wieder was Offensives machen. Vielleicht möchte ich einen Feuerpfeil probieren. Oder ich möchte ein lenkendes Geschoss. Also es lohnt sich oft dann auch noch zu schauen, was habe ich denn eigentlich neben meinen Standardsachen noch so an Optionen. Das lenkende Geschoss klingt auch mal ziemlich gut. Und dann sieht man, oh, das hat aber nur eine 25% Chance zu treffen. Das macht eigentlich ganz guten Schaden, 4 bis 24, hat aber nur eine Chance von 25%. Das ist nicht so gut. Wie sieht es denn hier zum Beispiel bei dem Feuerpfeil aus? 12%. Das ist natürlich auch nicht so gut, weil ich auch zu nah bin. Das Problem ist, mit Fernkampfangriffen oder mit Zaubern manchen, die auf Fernkampf wirken, habe ich auch einen Nachteil, wenn ich zu nah dran stehe. Ja, wenn ich einen Ork, der mit seinem Zweihänder direkt vor mir steht, versuche, mit meinem Pfeil und Bogen zu treffen, ist das vielleicht nicht die ideale Ausgangssituation. Also da manchmal ein bisschen logisch denken. Ansonsten hat man wieder auch die Tooltips, kann man sich das genau angucken. So, was wollte ich jetzt hier noch machen? Gucken, was ich sonst noch so habe. Erschütternder Hieb. Das klingt doch mal auch nicht so schlecht. Oder ich habe hier Wunden verursachen. Das macht 3 bis 30 Schaden. Also man sieht, ich habe schon eine Menge. Ich kann ihn hier benommen machen. Das macht 2 bis 7 Schaden. 3 bis 30 Schaden klingt natürlich schon ein bisschen geil. Ich habe auch noch die Heilige Flamme. Wir können jetzt mal gucken, wie viel. Ich habe eine 50% Chance zu treffen. Das ist mehr als die 40%. Macht 1 bis 8 Schaden. Also auch durchaus eine solide Wahl. Ich will jetzt noch die Wunden verursachen mir mal anschauen.
auch 50% macht, aber 3 bis 30 Schaden. Das probieren wir doch mal. Ja, auch noch einen kritischen Treffer gelandet. Und dann haben wir ihn besiegt. Sauber. Dann können wir ihn nämlich jetzt plündern. Vielleicht mache ich das aber lieber. Ups. So. Vielleicht mache ich das lieber. Ich kann jetzt hier mit dem Digipad übrigens zwischen verschiedenen Leuten noch umschalten. Hier ist dann nochmal jemand reingekommen. Deswegen. Ups. So, ich möchte eigentlich jetzt nämlich Lazelle auswählen. So. Also ich bin mit ihr jetzt fertig. Dann ist Lazelle dran. So, jetzt kann ich hier plündern. Da sieht man, was man nimmt. Kann man einfach alles nehmen. Ich kann mit R1 dann auch immer zwischen meinem Inventar umschalten, was ganz cool ist. So, wir nehmen mal die Sachen mit hier. Wo wir jetzt gerade ein Item aufgehoben haben, muss ich noch ein anderes wichtiges Spielmenü zeigen. Bei Maus und Keyboard ist relativ einfach. Das ist einfach I zum Beispiel für Inventar oder allgemein die Tastenbedienung anschauen. Hier ist es noch R2. Da hat man noch ein Spielmenü. Da hat man die Karte, die wichtig ist natürlich. Man kann das Kampfprotokoll ansehen, was manchmal ganz interessant sein kann, wenn man nochmal verstehen möchte, was genau passiert ist. Auch hier kann man sich dann nochmal die Details anzeigen lassen, wenn man die wirklich alle Sachen nochmal verstehen möchte. Was haben wir hier noch? Das Tagebuch. Da kann man eben die Quest anschauen, das haben wir eben schon gesehen. Dann kann man Alchemie machen. Das erkläre ich mal in einem eigenen Video nochmal. Da könnt ihr da reinschauen. Dann gibt es das Zauberbuch. Da kann man seine ganzen Zaubersprüche verwalten und anschauen, die es gibt. Und wichtig ist hier noch der Charakterbogen. Das wollte ich eben zeigen. Weiter sieht man jetzt seinen Charakter. Da sieht man alles, was dazugehört. Man sieht seine Werte nochmal, kann sich auch alle nochmal genau erklären lassen. Wieder, ne? Wichtig, mit den Tooltips ein und aus. Man sieht seine Fertigkeiten, die man hat, die Waffen und Rüstungen, die man tragen kann. Man sieht Reaktionen, das ist nochmal was vielleicht Interessantes. Man hat ja eben, ich habe irgendwann erklärt, mit Aktionen und Bonusaktionen ein bisschen. Eine Reaktion ist was, was man außerhalb seines Zuges machen kann. Da reagiert man auf Sachen, die die anderen machen. Den Gelegenheitsangriff hatte ich angesprochen. Das können Gegner machen, das kann man auch selber machen. Wenn jetzt einer direkt neben mir steht und läuft von mir weg, dann kann ich ihn, ohne dass ich dafür eine Aktion brauche, sondern nur eine Reaktion, kann ich ihn hauen. Und es gibt noch andere Reaktionen im Spiel, die ihr dann hier einsehen könnt. Dann gibt es noch aktuelle Eigenschaften, ja, Zustände, die ich habe. Wie sehen meine Resistenzen aus? Was kann ich noch so machen? Und das Inventar wollte ich euch eigentlich zeigen. Da sieht man das Inventar von den verschiedenen Leuten. Und man sieht, was hier im Inventar ist. Man kann mit L3 dann auch filtern, was nochmal ganz interessant sein ist. Man sieht, was man hier angelegt hat auf den verschiedenen Slots. Und sag ich, jetzt habe ich das Schwert aufgesammelt, nicht das Schloss, das Schwert von diesem Teufel gerade. Und dann kann ich mir das hier anlegen. Ne? Dann sieht man nochmal im direkten Vergleich, wie das abschneidet. 6 bis 19 Schaden, statt bis 4 bis 13. Man sieht die ganzen zusätzlichen Sachen. Dann kann ich hier wieder die Tooltips ein- und ausmachen, um ein paar Sachen zu sehen. Und dann habe ich noch verschiedene Möglichkeiten für Aktionen. Wenn ich kann es jemand anders geben. Oder ich kann es einfach direkt ausrüsten. Und das sieht nicht nur cool aus, das ist auch wirklich eine gute Waffe, die man gerade am Anfang sehr schön gebrauchen kann. Jetzt dieser Teufel noch da hinten, aber diesen Kampf muss ich euch nicht zeigen, der ist jetzt an der Stelle nicht so wichtig. Und damit möchte ich das Video auch an der Stelle beenden. Das sind wirklich die wichtigsten Grundlagen. Wenn es nochmal ganz spezifische Sachen gibt, wenn ihr tiefer einsteigen wollt, guckt gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Da erkläre ich wirklich im Detail. Und ganz allgemein wirklich noch am Abschluss nochmal mein großer Rat. Spielt das Spiel mit Herz. Probiert Sachen aus. Seid kreativ. Wenn ihr manchmal denkt, boah, wie cool wäre es denn, wenn ich das machen könnte? Die Chance ist nicht so schlecht, dass das wirklich geht. Ihr könnt vielleicht was Verrücktes machen, Wasser einfrieren, euch verkleiden, irgendwo rüberspringen, hinteleportieren, jemanden austricksen, irgendwo runterschmeißen, zwei Leute gegeneinander ausspielen, fliegen, wohin, sich in eine Gaswolke verwandeln und irgendwas aufsprengen, Gegner an eine Stelle locken, Leute vergiften, statt sie zu bekämpfen. Mir fallen jetzt gar nicht alle Sachen ein. Es gibt so viele Sachen, die man wirklich machen kann und die funktionieren. Probiert das aus. Und wirklich probiert auch nicht jetzt versuchen, immer optimal zu spielen, immer mit einem Guide, immer mit der Entscheidungshilfe, sondern macht das, was euch sich richtig anfühlt, was sich cool anfühlt, wo ihr denkt, das wäre das Richtige oder das passt zu eurem Charakter. Und versucht dann auch mit den Entscheidungen und Ergebnissen zu leben, weil das macht die Geschichte wirklich interessanter.
Es ist ein ganz fantastisches Spiel, was ihr vor euch habt. Manchmal ist es ein bisschen überwältigend oder manchmal ist es ein bisschen nicht ganz durchsichtig, gerade am Anfang. Aber es lohnt sich, diese Zeit zu investieren. Ihr werdet belohnt mit einem der besten Rollenspiele aller Zeiten. Dann viel, viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem anderen Video von mir. Und bis dann. Ciao.